Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar Last-Minute-Tipps für ein erfolgreiches Weihnachtsgeschäft mit unserem Partner Signtag. Ja, hallo, guten Morgen. Danke, Marion. Auch danke an euch alle. Ich glaube, wir duzen uns ja alle, ne? Ja. Genau. Und Michael Rausch, genannt Mike. Ich freue mich sehr, heute zu euch sprechen zu dürfen. Auch vielen Dank, dass ihr euch die Zeit dazu genommen habt. Und die Intro ist soweit die, dass wir uns ja über ein paar Themen unterhalten möchten. Ich glaube, die Folie können wir gleich überspringen, weil sie war ja schon auf der Einladungsliste entsprechend gestanden. Ich möchte aber noch kurz zu Signtag und mir was sagen. Also wie gesagt, Mike, ich bin bei Signtag für Sales verantwortlich und für die Skalierung. Signtag selber existiert schon seit 2006, sitzt in Mannheim und betreut mittelständische Unternehmen im ganzen Dachbereich. Wir verstehen uns als Digital Enabler, also nicht so als klassische Agentur, sondern vielmehr als jemand, dessen Arbeit da beginnt, wo das Frontend sozusagen endet. Also wir sind sozusagen hinter den Kulissen im Maschinenraum, wie man so schön bei uns sagt. Und wir sind ja auch zertifizierter Shopware-Spezialist. Und auf was wir ein bisschen ganz doch ziemlich stolz sind, ist, dass wir als Signtag global bei Shopware den ersten Shop mit Enterprise-Lizenz auf Shopware 6 umgestellt haben. Das war ein ziemlicher Akt damals, aber gemeinsam mit Shopware haben wir das gut rumgekriegt. Ein wichtiges Thema, was auch gerne unterschätzt wird, ist das Thema Hosting. Ja, Hosting, es gibt ja viele Events, die dazu beitragen können, dass irgendwie was schief geht. Also das kann eine Beilage in einer Tageszeitung sein oder ein Radiospot, TV-Werbung und so weiter. Aber es kann natürlich auch wieder Weihnachten vor der Tür stehen, völlig unverhofft. Und man wundert sich plötzlich, dass der Traffic durch die Decke und unter Umständen der Server in die Knie geht. Ich erinnere mich noch ganz genau an eine Situation, als ich mal für mehrere Jahre für einen IT-Startup-Inkubator verantwortlich war. Und da hat dieses Startup, also es waren zwei Jungunternehmer, die eine Party gemacht haben, going live, alles cool. Und so nach 3-4 Stunden stieg er aufs Podium und rief so, also es fehle bloß noch Chaka. Unser Server ist gerade in die Knie gegangen, wir sind offline. Und alles hat gejubelt und ich stand da so als alter weißer Mann in der Ecke und habe gedacht, habe ich jetzt gerade einen Schuss gehört? Weil ich habe mir gesagt, okay, die feiern sich gerade, dass der Server abgeraucht ist, aber ganz mal ehrlich, die haben Investorengeld ausgegeben, um quasi Werbung für sich zu machen. Und Sinn und Zweck ist ja eigentlich, im Online was zu verkaufen und Geld zu verdienen. Also sie sind sozusagen in Schönheit gestorben. Und da war mir klar, dass das Thema Hosting nicht überall richtig wahrgenommen wird. Ja. Die gute Nachricht an der Sache ist, dass, und jetzt komme ich so zu einer Art Checkliste, es muss jetzt allen klar sein, kein Hoster lässt euch hängen. Ja. Also es ist wie beim Strom, also bevor der wirklich abgestellt wird, da muss schon wirklich viel passieren. Aber wenn ihr wirklich vertrauensvoll und auch, ich sag mal, vertrauensvoll für als Shopmanager, also wenn ihr zum Beispiel Shopmanager seid, entsprechend arbeiten wollt, dann wäre es nicht schlecht, wenn ihr mit eurem Hoster in Kontakt, versucht in Kontakt zu kommen. Ich weiß, das ist nicht immer einfach. Aber lasst doch euren Hoster wissen, wie viele Kunden ihr habt, wie viele neue Kunden ihr in der Zukunft gewinnen wollt, wie groß euer Sortiment ist, auch mit den ganzen Varianten und wie viele Search Results oder Search Requests ihr so im Schnitt habt, weil das zahlt ja alles auf die Performance ein. Und für die Techies unter euch, die wissen es vielleicht schon, es ist nicht schlecht, dabei zu berücksichtigen, dass Shopware mit PHP geschrieben wird und jeder Request in einem einzelnen PHP-Request auch entsprechend bearbeitet wird.
Und es kommen immer mal wieder Anfragen zu uns, wo dann gefragt wird, hey, ich suche mir jetzt gerade einen Hoster, da gibt es eine Flatrate, Inklusivvolumen und so weiter. Ich glaube, es ist nicht schlecht, sich einfach mal für ein Paket zu entscheiden und dann einfach über die Zeit hinweg, also jetzt nicht gerade vor Weihnachten, also da sollte man vielleicht doch eher größer dimensioniert arbeiten, weil man vielleicht dann wirklich nicht weiß, was auf einem zukommt. Aber ansonsten einfach ausprobieren, Flatrate und dann vielleicht das Inklusivvolumen. Und dann weiß man auch, wo irgendwo die Reise hingeht. Wenn der Shop dann irgendwann mal eine gewisse Größe erreicht hat, dann ist es durchaus zu überlegen, in welche Richtung man skaliert, also wächst. Und da gibt es zwei unterschiedliche Merkmale. Das eine ist die vertikale und das andere ist die horizontale Skalierung. Bei der vertikalen ist eigentlich ganz einfach, man hat eine Instanz und die rüstet man entsprechend aus mit entsprechenden Prozessoren, stärker, schwächer und natürlich auch mit entsprechendem RAM-Datenspeicher. Der finanzielle Vorteil ist eigentlich dadurch oder dabei, dass man keine zusätzlichen Server benötigt, sodass eigentlich dann auch geringere Kosten entstehen. Wenn man dann mal eine richtige Maschinerie am Laufen hat, an Shops, also an Shop-Aktivitäten, dann ist es durchaus logisch oder auch sinnvoll, darüber nachzudenken, ob man horizontal skaliert. Das heißt, man bildet entsprechende Cluster, bei denen man dann entsprechende Server hinzufügt oder auch wieder wegnimmt, je nachdem, was gerade an Performance benötigt wird. Der Vorteil ist dabei, dass es dann hierbei so gut wie keine Downtime mehr gibt, also dass irgendwo was abraucht oder irgendwas nicht mehr erreichbar ist und dann entsprechend auch die Architekturen, vor allem auch die Prozesse automatisch ablaufen. Also Hashtag habe ich auch geschrieben, Load Balancing. Was bei dieser Skalierung ganz wichtig zu beachten ist, ist, dass wenn man die horizontale Skalierung vollzieht, man am besten zu seinem technischen Dienstleister geht und sagt, hey, wir wollen das machen, weil dann wird jeder anständige Agenturinhaber oder Ansprechpartner sagen, hey, stopp, Shopware, da müssen wir nochmal richtig Hand anlegen, da müssen wir konfigurieren. Ja? Gut. So, ja, das unvermeidbare Katzenbild. Ich habe leider nichts Besseres gefunden, aber es passt irgendwo. Die Suche wird uns jetzt über die restliche Präsentation mehrfach begegnen, weil die Suche ist Dreh- und Angelpunkt allen Geschäfts. Es ist eigentlich in unserer Pflicht oder in unserer Aufgabe, dafür zu sorgen, dass unsere Produkte so gut und vor allem so schnell wie möglich auch gefunden werden. Fangen wir mal mit dem Einfachsten an. Nämlich mit der Frage, wie stellt ihr eigentlich eure Bilder hoch? Macht ihr so wie jetzt bei mir ein Beispiel unten rechts ein Bild, stellt ihr ein Bild rein und nennt es einfach mal 4711 oder irgendwie mit einer toten Nummer? Oder beschreibt ihr es quasi beschreibend? Ja? Oder verteckt ihr es beschreibend? Ja? Das erleichtert natürlich Google oder auch anderen Suchen durchaus die Auffindbarkeit eurer Produkte. Denn als ich 2006 in die Otto-Gruppe gewechselt bin, wo ich ein paar Jahre gearbeitet habe und für vier Länder in der Suche verantwortlich war, habe ich eines relativ schnell gelernt, nämlich dass 30% aller Suchanfragen über die Bildersuche kommen. Und ein nicht unerheblicher Teil sind die Neukunden, die darüber kommen. Ja. Google hat es ja in letzter Zeit oder in den letzten Jahren ja auch nochmal weiter ausgeweitet, wenn man dann irgendwelche Begriffe eingibt, die dann entsprechend auch Bilder in die Suchanzeige mit aufbringt. Das heißt, man kann jetzt von Google halten, was man will. 98% aller Deutschen suchen über Google und Google macht nach wie vor das, was sie seit 1998 machen, nämlich die Suchergebnisse nach der Relevanz zu kreieren. Und somit könnt ihr relativ schnell und vor allem einfach, ohne fremde Kenntnisse, die man sich irgendwo einkaufen muss, was ganz Einfaches tun. Ihr nehmt schöne, aussagekräftige Bilder, versieht sie mit einem entsprechenden Namen, also nicht mit einer Nummer. Sorgt dafür, dass die Bildgröße nicht allzu groß ist. Also ich sage mal, ein Bild mit 700, 800K oder noch höher, das ist tödlich. Das denke ich aber, das wisst ihr alle.
Was man aber auch noch machen kann, ist, dass man entsprechenden Caption-Tag setzt. Das heißt, man schreibt auch so einen beschreibenden Untertitel. Also zum Beispiel hier in dem Fall Orangenbaum für Orangensaft. Ja. Ihr glaubt nicht, was das für die Relevanz für Google alles bedeutet. Und wenn ihr es ganz richtig perfekt machen wollt, dann bildet noch eine Sitemap für die Bilder, weil da freut sich Google ganz besonders, was die Indizierung angeht. Gleiches gilt natürlich dann auch hier für die On-Site-Suche zum Beispiel. Hier in dem Fall habe ich mir ein Bild herausgesucht mit einem Mädchen und einem Schulranzen. Also ich komme aus dem Badischen, das hört man, glaube ich, auch ein bisschen. Da sagt man Schulranzen. Und es gibt Teile in diesem Land, da heißt es anders. Da heißt Ranzen, Schultasche. Es gibt sogar Bereiche oder Regionen bei uns, da wird es immer noch Tornister genannt. Also eher ein Begriff, der 100 Jahre alt ist. Aber wenn ihr nicht dafür sorgt, dass über Synonyme eure Artikel gefunden wird, dann vertut ihr euch einfach dabei auch eine Chance, über organischen Traffic quasi auf eure Seite beziehungsweise hier in dem Fall auf eure Produkte zu verweisen. Das andere ist, ich habe mir jetzt Gedanken über die Synonyme gemacht, sind auch die Schreibweisen. Ja. Es gibt ja Möglichkeiten, dass man mal was Falsches eingibt. Mein Papa beispielsweise ist ein begeisterter Modellbau-Eisenbahner, ja, und schon seit zig Jahren oder zig Jahrzehnten. Und ich habe mir mal ein recht bekanntes Unternehmen rausgesucht und habe festgestellt, dass die Suche einfach nur grottig ist. Deswegen habe ich auch das Logo unkenntlich gemacht. Weil es kann ja nicht sein, wenn ich Kupplung eingebe, also Kupplung ist das, was die Waggons miteinander verbindet, und es nur mit einem statt mit zwei P geschrieben wird, dass kein Suchergebnis kommt. Ja. Es gibt aber natürlich Shops, die haben es wesentlich besser gemacht, wie beispielsweise hier bei einem bekannten Modeshop. Da gebe ich statt Hose Kose ein und dann kommt trotzdem die Hose. Ja. Was führt uns dazu, einfach zu erkennen, was eine Suche einfach leisten sollte. Erstmal, dass er fehlertolerant ist, dass man in der Lage ist, entsprechende Synonyme mit einzubinden, dass sie eine intelligente Suggest-Funktion hat. Das heißt, in dem Moment, wenn ich was eintippe, schon entsprechende Vorschläge kommen, dass ich beispielsweise Fehleintippen und sowas gar nicht einschleichen kann. Dass sie natürlich pfeilschnell ist, ja, also dass sie performant ist und dass sie unabhängig von Raum und Zeit auch in der Lage ist, online zu verändern. Also das heißt, wenn ich irgendwo im Zug sitze oder ich fahre zum Beispiel nach Hause und denke, Mensch, mir ist was eingefallen, ich muss das hier ändern, dass ich das beispielsweise auch von zu Hause aus abändern kann. Ist nicht, auch in der heutigen Zeit, nicht ganz Selbstverständnis. Und dann soll das natürlich skalierbar sein und auch für die Internationalisierung vorbereitet sein, weil das erleichtert, spreche ich aus eigener Erfahrung, das erleichtert natürlich dann die jeweiligen Ländergänge. Und es gibt natürlich auch Suchanbieter, die auch einen branchenspezifischen Thesaurus anbieten. Der kostet natürlich ein bisschen Geld, deswegen habe ich auch das Eurozeichen neben dran gesetzt. Aber glaubt mir, wenn ihr jetzt nicht nur Studenten damit beschäftigen wollt, bei denen ja auch mal ein paar Dinge, ich sag mal, nicht funktionieren, weil ich meine, ein Student ist keine Fachkraft, der sich um, oder Männlein, Weiblein, die sich um alles kümmern kann. Hier hat man natürlich einen Profi bei sich und da muss man halt ein paar Euro dafür bezahlen. Aber wie gesagt, es erhöht die Auffindbarkeit eurer Produkte. Was ihr natürlich auch tun könnt, und da hat Shopware garantiert das ein oder andere passende Plugin, ihr könnt natürlich auch die entsprechende Suche damit aufpimpen, dass wenn beispielsweise irgendwo in einer Kategorie irgendwas gesucht wird, dass auch die meistverkauften Artikel zu diesem Produkt oder zu dieser Kategorie dann auch entsprechend nach oben gelistet werden. Ihr seid ja nicht angehalten wie ein Preisvergleicher, wie ein Idealo oder ein Billiger, Geizhals, wie sie da alle heißen, dass die neutral listen müssen. Sondern ihr könnt ja ganz automatisch sagen, hey, das ist meine Empfehlung hierzu. Denn was euch ja fehlt, ist ja die Verkäuferin oder der Verkäufer
im Laden, der quasi mit eurem Kunden an den Regalen vorbeigeht und entsprechende Vorschläge macht und sagt, damit habe ich die besten Erfahrungen gemacht, damit habe ich die besten Rückmeldungen bekommen. Also wie gesagt, das kann man natürlich auch noch mitändern. Bei den Produktkategorien, und da gibt es gleich wieder ein Déjà-vu zum Thema Suche, das ist auch eine Disziplin, die sehr oft unterschätzt oder beziehungsweise stiefmütterlich behandelt wird. Denn eine Kategorie ist letzten Endes ein Pfad für die Suche. Das gilt manuell oder digital. Also habe ich einen Katalog oder habe ich beispielsweise einen Online-Shop. Und wenn ich mich noch so ganz zurückerinnere an 98, weil da kam nicht nur Google auf, sondern in dem Jahr bin ich sozusagen auch ins Internet oder in E-Commerce eingestiegen. Da gab es halt noch so wirklich solche Online-Kataloge und danach wurde dann auch letzten Endes gesucht. Ja? Und so sind auch damals die Suchen aufgebaut gewesen. Und nach wie vor gilt, Relevanz schafft Suchergebnisse. Also das Thema wird euch immer wieder einholen. Und das Thema Breadcrumb, ich weiß nicht, ob man das heute immer noch so stark verwendet. Damals, als ich, wie gesagt, im E-Commerce angefangen habe, da hat man damit noch gearbeitet, dass man gesagt hat, dieser Breadcrumb, also dieser Pfad, und habe mich dann auch gefragt, Breadcrumb, wo kommt das her? Das sind doch Brotkrumen. Und wenn es jemand unter euch damit vielleicht schon mit Sprachen oder sowas zu tun hatte, in der Phonetik ist ja Deutsch eine, ich sag mal, eine indogermanische Sprache, wo beispielsweise auch Englisch abstammt, beziehungsweise sich hinentwickelt hat. Und phonetisch ist eigentlich Breadcrumb und Brotkrumen relativ ähnlich, mit ein bisschen Fantasie. Und es geht wirklich in der Tat zurück auf das Märchen von Hänsel und Gretel, als dann, ich weiß nicht, ob es Hänsel oder Gretel war, mit den Brotkrumen dafür gesorgt hat oder zumindest versucht hat, über die kleinen Brotstücke den Weg wieder zurückzufinden, wo ein Elternteil quasi die Kinder in den Wald geführt hat, damit sie sich verirren und die Rest der Familie überleben kann. So. Und dementsprechend ist es natürlich unheimlich wichtig, dass diese Brotkrumen auch wirklich zu dem finden, also nicht zum Hexenhäuschen, sondern zum Produkt, letzten Endes das, was man auch nachher kaufen möchte. Und somit habe ich beispielsweise, ich kehre wieder zurück zu diesem Eisenbahngeschäft, gesehen, dass es insgesamt hier eine Produktkategorie gibt, nämlich Home. Ich zeige es hier mal kurz an. Home, Zubehör, Sonstiges. Das ist der Breadcrumb. Das ist sozusagen der Pfad. Jetzt muss man, glaube ich, nicht unbedingt Raketenwissenschaften studiert haben, um festzustellen, dass Google damit gar nichts suchen kann oder damit anfangen kann. Es gibt nichts, die Suche Zubehör Sonstiges, weil Zubehör Sonstiges ist generisch. Das gilt genauso auch für, ich sag mal, für Mode-Accessoires. Ja. Das gilt für Werkzeug, das gilt für alles. Ja. Also damit hat eigentlich der Shopmanager seine Chance vertan, die 109 Artikel, die man da unten sieht, entsprechend zu verkaufen. Und das ist aus meiner Sicht tragisch. Tragisch deswegen, weil diese Artikel, nämlich Kupplung, unter dem Sonstiges abgespeichert wurde. Und jetzt mag man vielleicht denken, naja klar, das wird schon irgendwo gefunden sein oder da wird sich derjenige schon Gedanken gemacht haben. Aber ohne demjenigen oder dem Verantwortlichen zu nahe zu treten, es gibt schlimmerweise, wenn ich auf dem gleichen Shop unter Produkte entsprechende Kategorien anklicke, die Tauschkupplungen. Und das ist genau das. Das heißt, in diesem schlimmen Fall ist es nämlich passiert, dass diese 50 Produkte, diese 50 Kupplungen, Tauschkupplungen dort aufgeführt sind. Ich habe mir aber die Mühe gemacht und bin bei Sonstiges mal reingegangen und habe noch weitere 40 Kupplungen gefunden. Das heißt, man hat sich da eine Chance genommen, weit über 100 Artikel nachher in der Produktsuche auffindbar zu machen. Und das ist, wie gesagt, durchaus tragisch. Gleiches gilt natürlich dann auch für die Sichtbarkeit, für die Indizierung über Google. Und da natürlich auch entsprechend mit vielen Artikeln relevant zu sein.
Ein anderes wichtiges Thema ist der Datenfeed. Datenfeed, das wissen wir alle, das ist das digitale Abbild eines Shops. Und es gibt sehr viele Shop-Manager, die sich nach dem Pareto-Prinzip orientieren, nach dem 80-20-Prinzip. Das heißt, die 20%, die sozusagen nicht relevant sind, die keinen Abverkauf finden und so weiter, die fliegen alle raus. Die Gefahr besteht, dass wenn man sich in dieser Blase bewegt, unter Umständen sich nachher tot optimiert. Also die Amerikaner nennen das Death by Optimization. Und es ist durchaus eine Situation, in der man Gefahr laufen kann, wenn man nicht immer wieder permanente Datenfeed auf den Ursprung zurückstellt und wieder beginnt zu optimieren. Vor allem dann, wenn man wieder neue Produkte hinzugefügt hat. Was ich auch noch gern empfehlen möchte, ist, dass man die Funktion in Stock aktiviert. Also in Stock heißt lieferbar, nicht lieferbar. Denn damit spart man eine Menge Geld. Denn wenn ein Artikel nicht mehr vom Shopsystem lieferbar ist, dann braucht er auch nicht mehr im Feed sein. Infolgedessen muss man dann auch kein Geld ausgeben. Also Klicks oder CPCs oder CPOs, wie auch immer. Bei CPO fällt dann in der Form weg. Aber es gibt ja immer noch Anbieter, die haben CPCs. Und damit spart man letztendlich Geld. Zu den Synonymen habe ich, glaube ich, schon genug gesagt. Was auch noch ein bisschen Mühe geben möchte, dass man sogenannte Product Types eingibt. Also das sind dann sozusagen Unterkategorien innerhalb der Produkte. Und da kann man beispielsweise individuelle Bits abgeben, weil es gibt durchaus Anbieter, bei denen man keinen festen CPC mehr hat, sondern einfach sagt, ich bin bereit für die und die Geschichte oder für die und die Produktkategorie so oder so CPCs abzugeben, weil da habe ich eine höhere Marge oder ich habe da eine geringere Marge. Und da kann ich dann entsprechend spielen. Ja, wie gesagt, die inhaltliche Anreicherung, Thema Relevanz, Suche, da haben wir es wieder. Je mehr ich quasi in meinen Feed reinstecke, bekomme ich natürlich auch wieder was raus. Dass das Bild mehr als 1000 Worte sagt, das wissen wir jetzt auch. Bei Produkttiteln möchte ich nochmal euch dazu einladen, neben den Farben auch die der Marke auch die Farben, Größen und so weiter hinzuzufügen, weil das erleichtert eurem Partner die entsprechende Filterung. Ja, es gibt kaum noch ein Portal, wo es eigentlich wahrscheinlich gar keins, wo es keine Filter gibt. Und es ist natürlich auch für denjenigen, der sucht, leichter, schneller zu filtern, um schneller zu dem Ergebnis zu kommen. Falls ihr Artikel habt, die ihr beispielsweise loswerden möchtet oder beispielsweise, weil ihr sie relativ günstig eingekauft habt und bewusst auf ein bisschen Marge verzichten möchtet, markiert das, macht sichtbar mit dem entsprechenden Prozentzeichen oder Dollarzeichen, Eurozeichen, wie auch immer. Und weil das ist das Gefühl, dieser niedere Instinkt bei einem Käufer zu sagen, hey, ich mache da jetzt ein Schnäppchen, aber das wissen wir, glaube ich, alle. Was ganz elementar ist, ist der Mobile Link. Der sollte im Datenfeed mitgeliefert werden. Ansonsten habt ihr, was die Sichtbarkeit angeht, vor allem bei Google, aber auch bei anderen Anbietern, wie wir sie alle kennen, von Preisvergleichen und so weiter und so fort, habt ihr sonst keine Chance, mit oben gelistet zu werden. Vom Breadcrumb habe ich ja schon gesprochen. Ich habe jetzt mal exemplarisch einen hinzugefügt. Ja, also hier in dem Bereich Sportartikel, dann Teamsport, Hockey und so weiter, bis runter zum Handschuh. Wenn man dann natürlich entsprechend filtern kann, ist eine reine Wonne, sich dann damit zu beschäftigen, als dass, wenn man da irgendwie großartig rumsuchen muss und dann die Lust verliert und wieder wegklickt. Ich würde mal sagen, ein Herzstück dieser Präsentation sind die folgenden aus meiner Sicht, nämlich das Thema Reichweite. Und es sollte eigentlich der Standard sein, dass sich jeder von uns schon mal als Shopmanager mit diesen Preisvergleichern oder auch mit diesen Suchmaschinen beschäftigt hat. Ich habe jetzt mal besonders hervorgehoben bei Google Shopping mit Ads. Ja, es gibt ja auch noch die organische Suche, also sprich Suchergebnisse, für die man nichts bezahlt. Aber natürlich dann auch eben jene,
die wir alle kennen, Idealo, Billiger und so weiter. Ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass ich für zwei Unternehmen schon gearbeitet habe, aber das liegt schon mehr als 6 Jahre zurück. Von daher kann ich auch sagen, dass ich da unvoreingenommen bin. Aber ich habe mal für einige Zeit bei Billiger.de gearbeitet. Von daher kenne ich auch das eben mit den Datenfeeds und was man da am besten machen kann. Und habe dann auch mehrere Jahre für Connexity gearbeitet, die vor kurzem akquiriert wurden von Taboola. Und warum erwähne ich Connexity? Nicht, weil ich für die schon gearbeitet habe, sondern weil ich bei denen vor kurzem auf einer Veranstaltung war, auf einer virtuellen Veranstaltung. Und da ging es auch um, hey, was kann man noch alles machen? Und da haben mir zwei Folien sehr, sehr gut gefallen und habe dann mit den ehemaligen Kollegen oder Kolleginnen gesprochen und gefragt, ob ich da nicht ein bisschen was mir kopieren kann. Ne? Wir wissen ja, die Kopie ist die höchste Form der Anerkennung. Und weil wir so gut verbunden waren, haben dann die Kollegen gesagt, weißt du was, Mike, wir schicken dir die Folie einfach rüber, paste sie rein und alles ist gut. So, von daher habe ich auch die offizielle Erlaubnis, dieses Wissen mit euch zu teilen. Nämlich, Microsoft Ads ist etwas, was sehr oft nicht genannt wird, aber man höre und staune, Microsoft Ads hat in Deutschland einen Marktanteil von 25%. Der Vorteil hier ist, und das ist auch hier explizit auch nochmal aufgeführt, es ist ein stetig steigendes Klickvolumen, was ganz wichtig ist, glaube ich, gerade für diejenigen, die vielleicht von euch erst angefangen haben, bei dem vielleicht das Marketingbudget noch ein bisschen überschaubar ist. Man hat weniger Konkurrenz und geringere CPCs und anscheinend auch ein besseres Targeting. Ich habe es persönlich nicht überprüft, aber die Kollegen, die wissen schon, was sie sagen oder was sie da machen. Und dementsprechend haben sie auch das in ihrem Produktkatalog. Und man spricht da auch entsprechende Zielgruppen an, weil es gibt durchaus Menschen, die suchen nur Bing und es gibt Leute, die suchen nur Google. Von daher nimmt man dann auch beide mit. Von daher eine sehr gute Empfehlung. Was mir persönlich auch sehr gut gefallen hat oder mit am besten gefallen hat, war diese Unterscheidung, hey, was steht in Q4 noch an? Noch ist nicht alles verloren. Und man höre und staune, die meisten Events, die noch stattfinden, die haben wir noch vor uns. Und was ich schön finde, ist, dass hier unterschieden wird zwischen E-Commerce-Events, Welt-Events und natürlich auch Social-Events. Und es geht ja letzten Endes darum, einen Grund zu haben, warum ich per Newsletter meine Kundinnen und Kunden anschreiben möchte. Ja. Es gibt ja manchmal so lahme Geschichten wie, hey, sorry, uns ist ein Fehler passiert, hier ist ein 5-Euro-Gutschein als Wiedergutmachung. Das ist so alt wie mein Bart und der ist weiß. Das ist so durchschaubar. Aber wenn ich jetzt gerade in der Zeit mehrere Möglichkeiten habe, irgendwie vielleicht auch einen lustigen Anreiz zu nehmen, beispielsweise hier den Walt Disney Tag, also es gibt ja durchaus Länder, in denen es keinen Nikolaus gibt, ja, dann kann ich das entsprechend nehmen oder einen World Kindness Tag am 13. November. Ich habe mir aber auch beispielsweise hier bei den World Events habe ich mir mal Diwali und Chanukka, wie man es, glaube ich, richtig ausspricht, mal rausgeschaut, um was geht es da eigentlich. Und ich habe dann rausgefunden, am 4. November feiern da die Hindu ein Familien- und Lichterfest. Das ist sowas wie ein indisches Weihnachten. Also wenn ich irgendwie etwas herleiten kann, wenn ich beispielsweise in meinem Produktfeed Lichter habe, dann kann ich sagen, wie sieht es aus? Wir feiern heute zwar jetzt kein Diwali wie die Hindu, aber zündet doch euch trotzdem heute Abend eine Kerze an oder stellt was ins Fenster und so weiter und so fort. Bei Chanukka ähnlich, auch ein Lichterfest. Und was besonders hier ist, hier darf weder getrauert noch gefastet werden. Das heißt, wenn beispielsweise einer von euch in seinem Datenfeed was zu essen hat, also sprich Konserven oder entsprechende Lebensmittel, die er verkaufen möchte, kann man das auch entsprechend als Anlass nehmen und sagen, du, am 28. November geht los, damit ihr gut gerüstet seid und immer was im Regal stehen habt, macht es doch wie bei Chanukka und so weiter und so fort. Eine Geschichte, die möchte ich noch loswerden,
ich habe den Walt Disney Tag noch erwähnt. Der steht natürlich in knallharter Konkurrenz zu unserem Nikolaus. Da muss man allerdings aufpassen, wenn man in anderen Ländern ist. Als ich in der Otto-Gruppe gearbeitet habe, habe ich da war ich auch zum Beispiel für die Niederlande verantwortlich. Da habe ich beispielsweise am 6. Dezember an alle Niederländer ein Newsletter rausgeschickt mit dem Nikolaus und plötzlich rief mich dann das Callcenter aus Amsterdam an und sagt: Hey Mike, was hast du da rausgeschickt? Und ich dann ganz stolz: Ja, Nikolaus und so weiter. Und dann sagt er: Ja, Nikolaus war gestern in Holland. Die feiern nämlich am 5. Ja, so, da war ich natürlich, das Gelächter war groß. Aber witzig war, dass das trotzdem ein sehr erfolgreicher Newsletter war. Warum? Weil nämlich der Nikolaus in den Niederlanden kein Nikolaus ist, so wie bei uns, sondern ein spanischer Seefahrer, der böse Kinder mit nach Spanien nimmt. So, also, das war dann Stichwort dann zur Völkerverständigung. Harter Cut, das Thema, da gehe ich schon ein bisschen in das Thema Payment rein. Natürlich kommt man nicht umhin, solche Elemente mit, zum Beispiel hier auf die Produktdetailseite mit einzubauen. Ja? Über Shop verkaufen muss schnell gehen, es muss zu wenig Hürden gearbeitet werden. Und dann ist es natürlich sehr komfortabel, dass ein Kunde, der auf eure Seite oder auf einen Shop kommt, das gleich über PayPal, Amazon Pay, Apple Pay und was es alles noch gibt, gleich per Express-Checkout die Ware für sich sichern kann. Was man dabei vergisst, ist aber trotzdem die Tatsache, dass eben diese Dienstleister dann auch über diesen Kunden Bescheid wissen. Ja? Und machen wir uns nichts vor, Google und Amazon, das sind die Platzhirsche hier, und die Wahrscheinlichkeit, dass auf diesem Shop derjenige oder diejenige, die sich jetzt dieses Haarwaschmittel oder diese Pflegeserie da gekauft hat, auch bei Amazon Kunde ist oder bei Google Shopping schon mal was gekauft hat, ist relativ hoch. Das heißt, übers Targeting bedankt sich der eine oder andere Konzern bei euch, dass ihr für viel Geld den Kunde auf euren Shop geholt hat und bei dem dann bei der nächstbesten Gelegenheit entsprechende Werbung dem Kunden zur Verfügung gestellt wird. Allerdings nicht über euren Shop. Also, das ist sozusagen, ich sag mal, der Holzklumpen, der an der Stelle nicht unerwähnt bleiben sollte. Nichtsdestotrotz, es ist eigentlich Standard, aber ich möchte es nicht unerwähnt lassen. Ein ganz anderes wichtiges Thema, gerade wenn man zu Anfang ist oder wenn man skalieren möchte, wenn man andere Dinge ausprobieren möchte, ist der Headless Commerce. Der Headless Commerce ist eine richtig feine Sache. Warum? Wenn ich früher, noch vor 10, 15 Jahren, mir überlegt habe, hey, ich steige jetzt da oder da irgendwo in den Marktplatz ein, dann musste ich mir über Gedanken machen über mein Frontend. Wie sieht mein CI aus und so weiter. Mit dem Headless Commerce ist das alles Vergangenheit. Ja? Das bedeutet, ich kann quasi mit den Schnittstellen, die für mich relevant sind, also die Schnittstellen, die mein Shop ausmacht, Warenkorb, Suche und so weiter und so fort, kann ich quasi zur Verfügung stellen, flansch mich dann an diesen Marktplatz ran und aus die Maus. Ja? Und habe dadurch eine Menge Geld gespart, das heißt auch Zeit. Das heißt, wenn irgendwas schief geht, beziehungsweise ich merke, dieser Marktplatz funktioniert für mein Sortiment nicht, dann schalte ich es einfach ab und muss dann nicht wieder eine Agentur damit beauftragen, die dann das Frontend zurückbaut und so weiter und so fort. Und die gute Nachricht, Shopware kann das auch. Ja, und damit könnt ihr natürlich, wie gesagt, schnell testen, deaktivieren, also rein, raus. Ihr spart dadurch eine Menge Geld und vor allem auch Zeit. Denn die ist ja mittlerweile genauso kostbar. Bei den Zahlungsarten scheiden sich ja sehr oft die Geister. Was ist die richtige, was ist die falsche? Und wen wundert es deswegen? Ich habe auch nicht die Weisheit mit Löffel gefressen, aber was ich sagen kann, ist, probieren geht über studieren. Denn die Vielfältigkeit ist mittlerweile so groß, dass ihr durchaus mehrere Zahlungsarten zur Verfügung stellen solltet. Und das ist ein persönlicher Rat und eine persönliche Empfehlung an euch.
versucht, zwei bis drei, also nicht nur eine und dann noch auf Rechnung, sondern schon durchaus digitale Zahlungsmittel zur Verfügung zu stellen. Ich kenne Shopmanager, die schwören auf 3 bis 4. Und je nachdem, wenn der Kunde sich entsprechend eingeloggt hat, dass er dann automatisch auf Rechnung auch umstellt. Alles gut. Aber seid euch da auch darüber bewusst, dass nicht nur es Ausfälle gibt bei Shop-Systemen, bei Suchen oder sonst irgendwas. Das sind ja alles Maschinen, da kann halt mal der Stecker gezogen werden. Wir bekommen ab und zu, das passiert nicht oft, aber ab und zu Anrufe von Kunden, die sagen, wir rufen gerade die Kunden im Callcenter an. Sie können nicht bezahlen, sie sind jetzt gerade hier im Checkout-Prozess, im Warenkorb, es funktioniert nicht. Ja? Was macht man? Man ruft dann natürlich erstmal bei seinem Dienstleister an, schiebt es aufs Shop-System, Shopware ist wieder down, alles Mögliche und so weiter und so fort. Wir haben festgestellt, weil wir haben eine Tracking-Software, die meisten unserer Kunden eingebaut hat. Den Namen möchte ich jetzt bewusst nicht nennen, weil ich keine Werbung machen will. Aber die kostet halt 500 Euro im Monat. Ja? Und da sind wir in der Lage, entsprechend über Session Replay, also das heißt, man kann wirklich natürlich DSGVO-konform rausfinden, wie sich der Shop oder der Kunde auf dem Shop bewegt hat, was er angeklickt hat, also welche Zahlungsmittel und so weiter. Und dann kommt nicht selten, wenn sowas dann mal passiert, plötzlich die Meldung, es geht nicht weiter. Ja, ein roter Text. Leider ist die weitere Zahlungsmöglichkeit nicht möglich. Das heißt, es hat mit dem Shop-System gar nichts zu tun, sondern das Zahlungsmittel ist ausgefallen. Und wenn ihr dann keine gescheite Alternative habt, dann habt ihr schlichtweg den Kunden verloren. Ja? Also an der Stelle, da möchte ich jetzt nicht auf die Zahlungsmittelanbieter irgendwie einhauen, sondern wie gesagt, auch bei Zahlungsmittelanbietern gibt es auch mal Ausfallerscheinungen und da braucht man entsprechende Ersatzmöglichkeiten. So, die vorletzte Folie. Alter Schwede, ich glaube, wir wissen alle, über welches Unternehmen wir reden. Ja, wir gehen da rein, haben ein Billigregal auf dem Einkaufszettel und letzten Endes sind Kerzen und Teelichter nachher im Warenkorb. Und das hat einfach einen Grund, ne? Das hat einen psychologischen Grund. Und dann, den möchte ich eigentlich auch abkürzen, weil wir kennen alle aus dem Altdeutschen das Wort Gebinde. Ja, weil wenn ich jetzt eine echte Verkäuferin oder einen echten Verkäufer in meinem Shop hätte, wo der Kunde sich einen Anzug beispielsweise gekauft hat, dann ist mein Verkaufspersonal darauf geschult, noch einen Gürtel anzubieten, eine Krawatte oder eine Fliege oder ein Taschentuch oder sonst irgendwas, um quasi den Warenkorb, wo man dann die Treppen runtergeht zur Kasse, entsprechend aufzufüllen. Ja? Weil dafür braucht man kein Geld mehr ausgeben in der Akquisition. Das erhöht zusätzlich die Marge. Und hierfür hat garantiert auch Shopware ein Plugin. Nutzt das, denn es gibt auch beispielsweise die Möglichkeit, wenn ein gewisser Warenkorb überschritten ist, dass man dem Kunden eine Freude machen kann und sagen, hey, du kaufst gerade so viel für mich ein, du, ich lege noch was dazu. Ich kenne keinen Kunden, der sich nicht darüber freut. Und wenn das schon im wahren Leben so richtig funktioniert, warum soll es nicht auch digital funktionieren? Und so viel Erfahrung habe ich, es funktioniert. Und das Gleiche gilt natürlich auch, Warenkorb wertunabhängig, dass man beispielsweise einer 6, 7, 8 Artikel reinlegt, dass er da auch ein Goodie noch dazu bekommt, bei dem das eine einen nicht wehtut, sondern eher dann die Kundenbindung erhöht. Wie gesagt, das gibt es auch alles im Plugin-Store von Shopware. So, und last but not least, wenn ihr einen Lieferdienst habt, ich nenne es jetzt mal bewusst Lieferdienst, der sehr vertrauensvoll oder vertrauenswürdig ist, zuverlässig und so weiter, dann werbt doch mit dem Lieferversprechen, bestelle bis dahin und dann bekommst du noch 24 Uhr, 17 Uhr, kurz bevor die Bescherung beginnt, das ist ja von Familie zu Familie verschieden, noch dein Geschenk in die Hand gedrückt. Denn eines, und das gilt nicht nur für die Schmuckindustrie, ja, das habe ich auch mal gelernt, ich kenne einige Schmuckhändler,
die Stellen zwischen 13 und 17 Uhr am Heiligabend, dass die meisten Verkäuferinnen und Verkäufer hinter die Tresen, weil da kommen sie alle nochmal, klischeehafterweise die Jungs oder die männliche Spezies, und versucht nochmal das schlechte Gewissen, weil sie sich das Jahr über nicht aufgeschrieben haben, was ihr Partnerin oder der Partner sich gewünscht hätte, und versuchen dann mit sehr viel Geld das Ganze wettzumachen. Also da liegen wirklich, wie gesagt, die größten Margen im Warenkorb. Und ja, somit möchte ich schließen. Ich hoffe, ich habe nicht zu sehr überzogen. Ich glaube, 5 Minuten. Also nicht unbedingt Gottschalk-mäßig, aber nochmal vielen herzlichen Dank fürs Zuhören.